gehört zu der Montage und so Gerät. Also zur Rolle, da fische ich eine DAM Kaliber Pro BC. Dann die Route ist eine Baitcast DAM Hayasaki, 12 bis 43 Gramm Wurfgewicht, das ist 2,20 Meter lang. Dann die Route hat eine sehr gute Spitzenaktion, aber ist doch relativ hart. Dann zum Köder. Das ist von der Marke Jackson, der Fisch in der Farbe Fire Tiger. Einfacher Jigkopf und hinten noch mit dem Angstdrilling. Einfach weil die Fische auch hinten bei mir eher reinbeißen wie vorne. Und dann habe ich noch ein 50er Stahlvorfach. Ja, das war meine Montage. Jetzt geht's weiter mit dem Fisch. Erster Hecht auf Blinker gefangen. Köder zeigt mir jetzt gleich nochmal. Musste man leider abschlagen, weil der sich irgendwie in den Kiemen gehakt hat. War ein bisschen blöd. Wir hätten eigentlich weiter schwimmen lassen. Aber was soll's. Schöner Hecht. Mindestmaß hat er auf jeden Fall erreicht. Und ja, angeln wir mal weiter und dann melden wir uns mit Montagen und das ganze Zeugs. Ja. Was zu meinem Gerät, nachdem der Niklas schon angefangen hat. Zur Rolle. Das ist eine Freilaufrolle von Daiwa, die Laguna 2500, mit einer sehr fein einstellbaren Bremse. Also ich bin zufrieden mit der Rolle auf jeden Fall. Hat auch eine relativ hohe Schnurfassung. Ich glaube 250 Meter und 0,20er Schnur. Kann man natürlich für Rechts- und Linkshänder benutzen. Zur Route. Das ist auch eine Hayasaki, wie Niklas seine. Aber die ist 2,10 lang und hat ein Wurfgewicht von 12 bis 42 Gramm. Hat allerdings hier nicht den Handgriff. Und auf der Rolle habe ich jetzt die Schnur. Das ist eine Shimano Power Pro. Die ist, glaube ich, 0,15 mm dick. Da habe ich an der Hauptschnur einfach einen Wirbel hingemacht. Der ist jetzt schon ein bisschen verbogen. Dann habe ich hier meinen 30 cm langes Titanvorfach eingehangen mit einem ganz normalen Snap. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Wirbel und einen Sprengring vorgeschalten und hier mit dem Blinker von DHM. FZ. Hat eigentlich immer gut geklappt. Noch kurzes Wort zur Route. Hat auch eine sehr feine Spitzenaktion, aber hat ein hartes Rückgrat. Also ich bin zufrieden mit meinem Gerät. Jetzt geht's weiter wieder. Jetzt haben wir hier einen Rotäugli gefangen, glaube ich mal. Ja, also Leute, erstes Rotauge hier, kleines Objekt, aber erster Fisch. Machen wir weiter so.
Posenmontagen ausgepackt. Guck mal nochmal, ob was beißt. Niklas ist hinten beim Spinnen ein bisschen noch. Jetzt mal gucken. Da hinten seht ihr vielleicht meine Pose, die gerade weg war. Die gerade wegzieht. Immer nur kurz unten. Jetzt zieht sie weg. Fuck, meine Bremse. Fuck. Leck mich auch, das ist gerade ein bisschen scheiße mit der Kamera. Warte kurz. Fuck. Nimmt immer noch richtig Schnur. Scheiße, Alter. Fuck, das ist echt kacke gerade. Niklas, komm! Der ist aber jetzt nicht weg, oder? Fuck! Leck mich! Ah! Weg ist er, scheiße. Oder? Weg ist er, fuck! Scheiße, Mann, sorry, Jungs. Verloren den Karpfen. Kann man nichts machen. Versuchen wir es noch ein bisschen.